Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Roberto Blanco. Man die Puppen jede Nacht. Der einzige, was der Unterschied ist, ist die Art von Musik, was man bringt. Ich meine, Publikum ist Publikum. Und natürlich ist das Publikum, wenn er Volksfest geht, hat der andere, ich kann nicht anfangen, Jazz zu spielen oder Heavy Metal oder sowas. Sowas kann man nicht machen. Man muss sich an das Publikum orientieren und geben das, was ungefähr, was sie hören wollen, und plus was dazu, was man bringt, noch dazu extra und so weiter. Aber sie freuen sich, bis jetzt hat alles geklappt und sie freuen sich. Go! Go, yeah! Hey! Aber ich kann mir vorstellen, was sie fragen. Ein bisschen Spaß muss sein, kommt sowieso. Das ist, und dann plus andere Hits von mir, wo die Leute kennen und viele Songs, die sie kennen. Also da ich 65 Jahre im Showbusiness bin, das ist das erste Mal, dass ich das mache und verschiebe. Und bis jetzt hat es immer geklappt, was hat dann Bischof hier auch, morgen in Karlsheim. Auf jeden Fall, ich habe ein Programm für jeden Geschmack und ich hoffe, dass ich jeden Geschmack treffen werde. Es ist so, ich darf Ihnen ehrlich sagen, zu Volksfest gehört Musik, weil die Leute gehen zu Volksfest und die sind nicht, wie sagen wir, die sind kein Roboter. Sobald gute Musik kommt, natürlich, ich sage, ich kann nicht so ein Volksfest und dann eine Stunde Jazz spielen oder sowas, das passt nicht dazu, aber wenn man ein bisschen alles mischt, dann ist für alle Leute, weil es gibt viele Leute, die zu Volksfest gehen, mögen Jazz hören, mögen südamerikanische Musik hören, mögen, weil man kann nicht vom ABC und Volksmusik ein Lied, weil dann jedes Lied ist wie das andere. Also man muss ein bisschen eine schöne Salatmischung, wo die Leute alle zufrieden sind. Und das ist das Wichtigste. Ja, 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 ja. Ja, ich glaube, das ist der einzige Termin im Jahr. Also ich bin von München gestern, habe ich was zu tun, denn morgen gehe ich in die Schweiz, habe ich doch noch was zu tun. Also international und viel, viel unterwegs hier. Wo man singt, da schlägt's ein, und du wirst fröhlich sein, langsam weiß es jeder Mann. Und mein nächster Auftritt, das ist, Moment mal, ich will nur sagen, das wäre in der Schweiz, in Zürich, eine geschlossene Gesellschaft. Jemand hat runde Geburtstag, und danach, wir sind unterwegs, Fernsehen, eine in Köln, haben wir was zu drehen. Also es ist immer was, immer unterwegs. Heute Abend erstmal Kino, dann gemütlich einen Vino. Abzusagen, das gilt jetzt nicht mehr. Wissen Sie, wenn man so lange im Showbusiness ist wie hier, man weiß langsam, wie man das macht, um nicht ankommen. Gottes Will, wo der Veranstalter, wo ist er denn? Wo ist er? Noch in der Autobahn, bei diesem Verkehr. Nein. Ich plane das so, die Erfahrung, ich plane das so, dass Gott sei Dank kein Veranstalter Angst hat, dass ich nicht komme.